Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check. Wie im letzten Video schon erwähnt, schauen wir uns heute mal den Hersteller bzw. Vertrieb von Agando an. Und zwar habe ich jetzt hier Folgendes ausgewählt. Ich bin in dem Bereich Gaming-PCs und habe mal im Bereich zwischen 1099 Euro und 1400 Euro knapp gesucht und habe da folgende Systeme gefunden. Das sind unter anderem Systeme mit einem AMD Ryzen 5 3600, das ist die vorletzte Generation, die letzte Generation war die 5000er Serie. Und da ich mal was Aktuelles haben wollte, habe ich auch einfach mal einen Rechner der 5000er Generation rausgesucht. Die wurde im Quartal 4 2020 released. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Der erstbeste, der mir dann aufgefallen ist, ist dieser hier. Der Agando Fuego 5655 RX RGB. Kostet 1200 Euro, hat einen Ryzen 5 5600X. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, hier haben wir ihn auch schon, AMD Ryzen 5 5600X. Ich stelle diese Geräte ja meistens bei Mindfactory zusammen. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, dass es diesen Prozessor bei Mindfactory nicht gibt. Das heißt, wir müssen jetzt einige Komponenten bei Guides halt suchen, um den möglichst günstigsten Preis zu bekommen. Und da fangen wir jetzt auch direkt mit an. Hier ist der Prozessor bei Guides halt, liegt aktuell bei 348,90 Euro. Ich werde diese einzelnen Preise gleich in eine Word-Datei schreiben oder in eine Editor-Datei. Und dann werden wir alles zusammenrechnen und schauen, auf welches Ergebnis wir kommen. Hier, wie immer, dasselbe leidige Thema. 16 GB DDR4 RAM ist in Ordnung. Die Menge, 16 GB ist völlig okay. Aber warum 3000 MHz? Ich verstehe es nicht. Hier ist auch wieder das Bild völlig irreführend. Hier drin wird ein Corsair Vengeance RGB RAM gezeigt, der aber gar nicht verbaut wird. Weil wenn man hier unten auf die Liste geht und man schaut sich hier unten den RAM an, dann sieht man, dass es sich um den normalen Vengeance handelt. Hier kann man auch noch Informationen abrufen. Wenn man zum Beispiel hier auf Mehr klickt, dann sieht man auch direkt ein Bild davon. Hier oben die ganz normalen ohne RGB-Beleuchtung. Das heißt, das Bild ist wieder irreführend. Es kann jetzt natürlich sein, dass man hier umstellen kann, dass man vielleicht den RGB noch irgendwie bekommt. Aber in dieser Grundausstattung, wie hier angeboten wird, ohne Aufpreis, ist dieses RGB nicht enthalten. Viele werden dann wieder denken, die bestellen so ein System, sehen dieses Bild, boah geil, der leuchtet. Es gibt ja Leute, die legen da wirklich Wert drauf. Und dann ist es halt nicht so. Und das ist sehr schade. Aber den habe ich tatsächlich auch bei Mindfactory gefunden. Den haben wir auch schon öfters gesucht, weil es qualitativ eigentlich ein ziemlich guter RAM ist. Das Problem ist aber auch noch, was dazu kommt. Hier steht entweder Corsair Vengeance LPX, G-Skill Aegis oder Kingston. G-Skill Aegis ist meiner Meinung nach der letzte Schrott. Habe ich im letzten Video schon erwähnt. Werde ich nie wieder verbauen. Ich hoffe, sie würden wirklich Corsair da einbauen. Hier haben wir ihn auch schon, der ganz normale 16 GB Corsair Vengeance LPX, 3000 MHz. Warum ist das jetzt ein Problem, was ich eben angesprochen habe? AMD selber sagt, dass bei einem Ryzen der 5000er Generation DDR4 4000 der Sweet Spot ist. Also das wäre das Optimum, was ihr fahren könnt. Wenn ich so einen Rechner zusammenstelle, packe ich mindestens 3200 MHz rein, weil der 4000er ist zu teuer. Ihr bezahlt, wenn ihr den Corsair Vengeance nehmt, bei dem 4000er das Doppelte, als würdet ihr den 3200er nehmen. Der 3200er kostet ungefähr, ich sag mal, 150 Euro und der kostet 350 Euro, also mehr als das Doppelte. Aber dass die dann nur 3000 einbauen, das wundert mich dann immer ein bisschen. Ich glaube, die beschäftigen sich nicht so ganz mit den Angaben von AMD. 3000 ist immer noch besser als 2666 oder ähnliches, aber es geht halt noch mehr. Ihr könnt vielleicht auch übertakten, wenn ihr Glück habt. Bei Corsair geht das eigentlich ganz gut, aber der ist von Haus aus nicht übertaktet. Dazu kommt eine AMD Radeon RX 5500 XT, 8 GB. Ich persönlich habe eine 5700 XT. Der Leistungssprung von der 5500 zur 5700 ist enorm. Ich würde sogar sagen, bis zu 50% mehr Leistung. Das Problem ist auch hier wieder, aktuell der Grafikkartenmarkt ist sowas von ausgelutscht, dass ihr diese Grafikkarte nur zu erhöhten Preisen kriegt. Und ich finde die auch nicht bei Mindfactory. Ich habe die wieder bei Guides halt suchen müssen. Hier haben wir eine von Sapphire. Ich weiß nicht, welchen Hersteller die verbauen. Es macht ja Gigabyte, macht welche, MSI macht welche, Asus, ASRock, wie sie alle heißen. Wir nehmen die Sapphire. Die kostet hier 233,90 Euro. Ich habe aber den höheren Preis genommen, um realistisch zu bleiben, weil meistens sind diese günstigsten Preise nicht mehr lieferbar. Hier haben wir auch nochmal, wie im letzten Video, den Preisverlauf. Das Teil, das habt ihr mal bekommen für 185 Euro und ist dann stetig höher gegangen. Liegt jetzt schon quasi 100 Euro drüber. Das ist sehr schade, aber leider kann man da im Moment nichts machen. Die schreiben wir natürlich auch auf, packen wir direkt mit ins Dokument. Ich habe hier schon alles vorbereitet und dann schauen wir uns gleich das Ergebnis an. Dann haben wir eine 500 GB M.2 SSD NVMe Festplatte, die einfach nur aufs Board draufgeschraubt wird. Hier unten steht sogar, welche das genau ist. Das ist eine Kingston A2000. Ist ein Einsteigermodell. Habe ich auch bei Mindfactory gefunden, ist auch im Warenkorb gelandet, kann ich euch eben schnell zeigen.
Hier ist ja auch schon 500 GB Kingston SA2000. Hier steht auch auf dem Gehäuse A2000. Das ist genau die. Ich habe auch eben nochmal bei Argando nachgeguckt. Die haben auch genau dieses Bild drin. Kostet 60,45 €. Landet im Warenkorb. Wir schauen weiter. Windows 10 Professional, haben wir schon öfter drüber geredet, kriegt er bei eBay für einen Fünfer hinterhergeworfen, kauft es offiziell, kostet ungefähr 80 €, 90 €, irgendwie sowas um den Dreh. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Preise sind, weil ich meine Keys meistens von eBay oder ähnlichen Anbietern beziehe. Als Netzteil ist das BeQuiet System Power B9600W drin, 80+, das ist Bronze. Dieses Netzteil habe ich schon sehr oft verbaut, hatten wir glaube ich auch im letzten PC, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ein Standardnetzteil, gute Qualität, völlig in Ordnung. Hier ist es auch schon auf Mindfactory 600W. Da steht es BeQuiet System Power B9. 55 €, landet im Warenkorb. Und jetzt kommt wieder so ein Thema, was ich immer sehr schade finde. Es ist wieder so ein Mini-ATX-Board. Es ist nicht ein voll ausgestattetes großes Board, wo ihr auch schön Erweiterungskarten und so weiter reintun könnt, sondern es ist ein Mini-ATX. Das ist ein Asus Prime B550M-K. Das kriegt ihr bei Mindfactory auch nicht. Musste ich auch wieder erst bei Geizhals raussuchen. Hier ist es auch schon, Asus Prime B550M-K ist ein Micro-ATX sogar. Mini-ATX, ich weiß gar nicht, ob das genau dasselbe ist, ist mir auch egal. Es ist ein kleines Board, wo ihr kaum Erweiterungssteckplätze habt. Da kriegt ihr, wenn ihr Glück habt und die Grafikkarte nicht zu fett ist, eventuell noch eine Capture-Card rein, wenn ihr wirklich bei Stream vielleicht von der Nintendo Switch oder Playstation oder ähnliches abgreifen wollt. Aber es ist halt wirklich ein Einsteigerboard, das kostet im Schnitt 100 €, die habe ich auch so aufgeschrieben. Hier unten sieht man 96,69, 99,90, bei Cyberport 101 €. Cyberport kenne ich, deswegen habe ich diesen Preis genommen. Das Gehäuse ist ein Silent Blade RGB, was ein Name. Und das finde ich auch nicht bei Mindfactory. Ich habe es aber auch wieder bei Alternate gefunden. Geizhals bringt dazu auch keine Ergebnisse. Das Gehäuse kostet 42,99 €. Wenn ich ein Gehäuse verbaue für andere Leute, dann nehme ich mindestens eins, das so 50-60 € kostet, sage ich mal. Dann weiß ich, dass die Qualität auch stimmt. Zum Beispiel Azza verbaue ich sehr gerne. Mit Silence habe ich jetzt keine Erfahrung. Es sieht ganz nice aus, das Gehäuse. Es passt alles rein. Hat unten eine Netzteilbox, RGB-Beleuchtung. Hinten noch ein Lüfter dabei. Das ist schön. 42,99 €. Die schreiben wir uns auf. Dazu bekommen wir jetzt noch einen BeQuiet Purock 2 Lüfter. Ich weiß nicht, warum sie nicht den Stocklüfter verbauen. Ich weiß auch nicht, ob beim 5600 einer mitgeliefert wird. Ich habe den noch nie verbaut. Aber den habe ich auch bei Mindfactory gefunden. Ist auch schon im Warenkorb. Zeige ich euch eben schnell. Hier ist der BeQuiet Purock 2. Ist kein schlechter Lüfter, erfüllt die Anforderungen auch für diesen Prozessor. Kostet 30,50 €. Packen wir in den Warenkorb, wie schon gesagt. Jetzt haben wir hier wieder dieses leidige Thema. Security. BullGuard Internet Security 90-Tage-Version. Man kann es nicht abwählen. Ich habe es gestern versucht. Wir können es gerne nochmal machen. Hier steht es. Kann ich draufklicken. Bleibt drin. Ich könnte jetzt natürlich noch für ein Jahr nehmen. Kostet dann 10 €. Ich habe, glaube ich, letztes Mal im Video gesagt, 50 oder 70 €. Tut mir leid, es ist ein 10 €. Trotzdem, meiner Meinung nach, braucht man das nicht mehr. Und überall müllen sie diese Systeme zu. Ich verstehe es nicht. Hier ist es drin. Jetzt würde ich sagen, nee, möchte ich nicht. Geht nicht. Ist blöd. Gefällt mir nicht. Aber immerhin haben wir 36 Monate Garantie und Support. Und 6 Monate vor Ort Pickup und Return. Warum nur 6 Monate, weiß ich nicht. Aber das scheint wirklich so ein Service zu sein, dass die zu dir kommen, das Ding abholen oder die Post holt das ab und dann kriegt ihr irgendwann 9. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass so eine Reparatur von einem PC auch gerne mal 6 Wochen dauern darf, weil die Dinger stehen Schlange bei denen und jeder einzelne PC muss geprüft werden. Meistens kommen die zurück, wir haben keine Fehler gefunden. Dann steht ihr da. Deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, Komponenten einzeln kaufen, wenn ihr ein bisschen Ahnung habt. Dass ihr die Komponenten, die defekt sind, wieder rausbaut, die wegschickt und dann kriegt ihr einfach neue. Bei Mindfactory gibt es zum Beispiel so ein Gold-Service-Level. Ich werde von denen nicht gesponsert, ne, bevor jetzt jemand was sagt, aber das gibt es bei denen. Und da habt ihr Direkttausch. Da sagt ihr, passt auf, der RAM-Speicher ist kaputt. Die schicken am selben Tag noch einen RAM-Speicher los und dann müsst ihr erst den alten zurückschicken. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich hatte da schon mal Erfahrung mit gemacht. Und ich nehme das meistens auch, weil es dann am selben Tag auch noch verschickt wird, wenn ihr irgendwas bestellt. Ich glaube, bis 14 Uhr. Alles, was ihr bis dahin bestellt, wird am selben Tag noch rausgeschickt. Ist fast wie Amazon Prime. Ansonsten sind wir mit dem System sogar schon fertig. Wir haben hier das 600W BeQuiet Netzteil, den RAM-Speicher, die Kingston SSD und den BeQuiet Purock 2. Dazu kommt jetzt natürlich noch die Grafikkarte, das Mainboard, wo wir ja im Schnitt 101 € genommen haben, der Ryzen selbst und das Gehäuse. Und da kommen wir insgesamt auf 964,88 €. Wir haben hier alles zusammengenommen. Prozessor, Board, Gehäuse, die Grafikkarte und den Warenkorb da oben. Da habt ihr nochmal oben die einzelnen Summen stehen.
964,88 €. Das System soll kosten bei Agando 1199 €. Selbst wenn ihr jetzt, sage ich mal, alles finden würdet bei Mindfactory und würdet es da so zusammenstellen und von denen zusammenbauen lassen, kommen nochmal 150 € oben drauf, erreicht ihr den Preis trotzdem nicht. Mal ganz davon ab, dass diese Aufstellung meiner Meinung nach nicht so viel Sinn macht. Der Bottleneck ist die Grafikkarte. Für den Preis bekommt ihr eine 5700 XT. Gut, ihr müsst das Windows noch dabei rechnen, Versand, das sage ich jedes Mal, ist immer dasselbe, brauche ich jetzt nicht immer ständig vorquatschen. Aber ihr seid günstiger dran, wenn ihr, wie immer, es selber zusammenstellen lässt und es dann von jemandem zusammenbauen lässt für ein Fuffi oder wie auch immer. Ich finde es einfach nur sehr schade, dass solche Systeme, also es ist jetzt nicht grundsätzlich schlecht, es ist immerhin ein B550-Chipsatz, es ist ein 5000er Ryzen, den Chipsatz müssen sie auch haben, sonst läuft der Ryzen da drauf nicht. Wenn die Glück haben, können die noch ein B450 nehmen und da noch ein BIOS-Update machen, die 5000er Reihe drauf laufen lassen, haben sie zum Glück nicht gemacht. Ist in Ordnung. Aber diese Grafikkarte ist der Bottleneck. Das System ist jetzt nicht grundsätzlich schlecht, es ist zu teuer. Der PC, den ich euch letztes Mal empfohlen habe, im letzten Video, ist jetzt auch wieder um 200 € gestiegen. Das liegt an den Grafikkarten, weil die im Moment so scheiße teuer sind. Und hat mich auch nicht gewundert, ehrlich gesagt, dass die wieder teurer geworden sind. Vielleicht war es auch eine Art Sonderangebot, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Er ist auf jeden Fall wieder 200 € teurer geworden. Ja, also wenn ihr alles mal dabei rechnet mit Mindfactory, werdet ihr das da zusammenstellen, kommt ihr bestimmt auch auf diese 1200, dann mit Windows noch dabei und so weiter. Wenn ihr es aber alles selber macht, kommt ihr auf jeden Fall günstiger dabei weg. Ist aber, sage ich mal, auf einer Baustelle nichts anderes. Holt ihr einen Handwerker, ist es teurer, als wenn ihr es selber macht. Na, ganz klare Sache. Eine schöne Sache wollte ich euch aber auch noch zeigen. Wenn ihr hier diese Config fertig habt, das ist ja die Stock-Config, ich habe daran nichts geändert. Das ist so, ich rufe das Produkt auf und das steht da. Ihr könnt ja alles noch ein bisschen verändern. Ihr könnt ein weiteres Board nehmen, also ein erweitertes Board, dass ihr da vielleicht noch mehr Steckplätze habt und so weiter, ist alles in Ordnung. Aber hier unten seht ihr auch die FPS. Ich werde da oft in den Kommentaren zugefragt. Die fragen dann nach Fortnite, die fragen nach Minecraft und so weiter. Ich habe jetzt mal Far Cry 5 genommen, da kriegt ihr in Full HD 80 FPS. Und in WQHD 45 FPS. Das würde zum Zocken tatsächlich sogar noch reichen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht so daran, an diese Ergebnisse. Weil die Grafikkarte meiner Meinung nach das eventuell nicht so krass packt. Die 80 FPS auf 1080p nehme ich der noch ab. Aber auf WQHD, na, wird eng. Wir schauen auch mal für die Spiele, die euch so interessieren. Fortnite, 170 FPS nehme ich ihm ab. Fortnite ist nicht so anspruchsvoll. WQHD 55 FPS ist schon mal nur noch ein Drittel dessen, ne? Minecraft 515 FPS, 445 auf WQHD. Kommt bei Minecraft aber darauf an, ob ihr andere Shader oder Texturenpacks oder so habt. Das wird das Stock-Minecraft sein, so wie es ist. Und das nehme ich ihm eventuell auch ab. Ich würde sagen 400 FPS eigentlich, aber ist in Ordnung. Hier steht die Config ja auch so drin. Live-Konfiguration-Check, da könnt ihr sogar noch den Timespy-Score erfahren. Ich habe meinen noch nie damit getestet. Ich teste immer nur mit 3D Mark 11. Weil ich da ungefähr einen Score habe mit meinem Rechner von 30.000. Wüsste jetzt nicht, was das für ein System ist, also was das jetzt macht. Ich würde sagen 21.000 vielleicht. In GTA 5 hättet ihr 155 FPS, das nehme ich ihm überhaupt nicht ab. Es kommt auch immer darauf an, wie ihr das eingestellt habt. Sind die Texturen auf Ultra gestellt, auf Hoch, auf Mittel, auf Medium? Also Mittel und Medium ist dasselbe, Low oder so. Ich weiß nicht genau, wie sie es getestet haben, aber 155 FPS ist schon... Oh, ich sehe es hier gerade. Standard-Settings. Und bei WQHD sind es Maximum-Settings. Alles klar, dann habe ich nichts gesagt. Tut mir leid, mein Fehler. Ich schneide das auch nicht raus. Ich lasse das so drin. Das ist völlig in Ordnung. Ich darf mich ja auch mal vertun. PUBG 105 FPS auf Standard-Settings auf Maximum 50 FPS WQHD. Ja, wird auch schon eng. PUBG ist auf WQHD echt schon hart an der Leistungsgrenze. Aber wie auch immer, hier unten könnt ihr alles nachgucken. Ihr könnt den PC auch selber nochmal nachschauen. Ich werde ihn auf jeden Fall wieder verlinken. Muss ich ja sowieso als Quellenangabe. Und ja, das Ergebnis habt ihr jetzt. Das System ist 200 € teurer, wenn ihr es direkt bei Agando holt. Habt dazu noch Müllsoftware installiert. Es ist jetzt nicht sonderlich schlecht. Also der Netto-PC war immer noch die Spitze des Eisbergs. Der ist schon okay. Das Bild passt natürlich wieder nicht. Aber ich glaube, es sind wirklich nur noch Beispielbilder. Man darf sich daran nicht mehr orientieren. Das Gehäuse selber stimmt, aber der Inhalt halt nicht. Kommt immer darauf an, was ihr nehmt. Auch hier dieser beleuchtete Lüfter, der Pure Rock habt ihr eben gesehen, der ist nicht beleuchtet. Der ist einfach nur schwarz. Und der ist auch nicht frontal drauf, sondern seitlich. Aber gut, verlasst euch bitte nicht mehr auf diese Bilder, dass ihr da Bescheid wisst. Guckt alles genau nach, wie das dann aussieht, wenn ihr auf die Optik wirklich Wert legt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaut, wenn es wieder ein neues Video gibt. Mal gucken, was ich mir diesmal raussuche. Vielleicht mache ich noch einen Agando. Vielleicht mal einen, der wirklich taugt, dass ihr auch mal was habt, wo ihr sagen könnt... Das kann ich mir jetzt kaufen, weil ich mache die ganze Zeit nur Systeme gefühlt, wo man sagt,
Mist. Vielleicht machen wir mal wirklich ein System, wo ich sagen kann, kauft ihn euch so oder ich stelle den selber hier mal so ein bisschen zusammen und sag, kauft ihn so, wenn ihr das und das Budget habt und dann schauen wir mal weiter, ne? Gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao.